Jo, willkommen zurück und ohne Pause geht's jetzt hier und heute direkt zum hoffentlich aller letzten Teil Mega Man an dem Interessant. Oh, da ist was. Energietank. Na, Leben brauchen wir. Wir werden hoffentlich gegen Dr. Wily nicht sterben, sondern ihn direkt besiegen. Was ein interessantes Level. Ah, oh, cool. Okay. Der Interessantheitsgrad ist gerade wieder zurückgegangen. Ja. Wenn das ganze Level war, dann war es sehr, 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 sehr einfach. Okay. Was zum Geier bist du? Hallo? Hallo? Was ist das? Megamans Arm ist ab. Sehr, sehr, sehr strange. Oh, ich kann nicht mehr schießen. I can't go on. Kann es sein, dass es das war, dass dieses Spiel Gott sei Dank jetzt beendet ist? Dr. Wily Schloss ist im Arsch. Oh Gott, das war das Ende. I hope you've managed to escape in time, Mega Man. I failed. I was weak. That virus. I fear the time will come when I won't be able to help you defend mankind. With only you being immune to the virus, will you be on your own? So you think I no longer have a purpose, eh? Well then, I'll make sure he lives. I'll have my revenge.
Phew, I have completed the repairs. Welcome back, Mega Man! How did I survive? Someone brought you back. I don't know who it was. But... we should be grateful, right? The world needs you, Mega Man! And so Mega Man foiled Dr. Wily's plans and peace was restored for now. Dr. Wily, however, disappeared along with the virus he created. Who was the mysterious robot? What power? This time Mega Man knew that he would have to fight again. But he also knew that he would never give up, for the sake of the world. Okay, das lese ich jetzt nicht mehr alles vor. Gott, wir haben es geschafft. Also wenn auch nur im Easy-Mode, ja, aber ganz ehrlich, selbst im Easy-Mode hat dieses Spiel ja echt Nerven gekostet und was weiß ich, wie oft ich Game Over war und wie oft ich an manchen Stellen geflucht habe und... boah. Also, bleibt mir wohl an dieser Stelle vielleicht noch ein kleines Fazit zu laufen, während hier die Endcredits laufen. Also es ist ein, ja, es ist ein schönes Mega Man-Spiel, es ist gut gemacht. Es ist herausfordernd bis zum geht nicht mehr. Also an manchen Stellen vielleicht ein bisschen zu schwer. Um es mal so zu sagen. Aber die Story ist gut. Die hier neuen Robot Master sind echt gut. Ja. Was kann man noch dazu sagen? Ist echt. Es spielt sich so ein bisschen, als wäre es. Wie ein Originalspiel von Capcom. Rainbow Man. Das ist halt so ein Level. Es ist halt, gut, der Unterschied zwischen Normal und Easy Mode ist dann auch wieder teilweise zu krass. Wenn ich sehe, wie viele Plattformen da überall waren, diese Hilfsplattformen. Dann, keine Ahnung, ich glaube, ganz ehrlich, auf normal könnte ich dieses Spiel niemals durchspielen. Niemals, nicht in 10 Jahren. Ich würde ja allein in Rainbow Man's Level wahrscheinlich... ich würde gewalttätig werden, glaube ich. Ah, oder bei Glue Man, wie oft habe ich dieses Glue Man Level gemacht? Auf normal, und wie oft bin ich verreckt? Comet Woman und hier Jetman. Jetman, Jetman, Jetman. Mistress of Space. Haben wir jetzt alle durch? Ach Gott, Yokuman. Der, gegen den ich nur ein einziges Mal angetreten bin. Und dessen Secret Level ich nicht gefunden habe und auch nicht finden will. Weil ganz ehrlich, ich habe zu seinem Level mir ein kleines Video angeguckt. Und dieses Level ist einfach nur die Hölle. Ah, cool. Ja gut, die Gegner hat er alle selber erfunden, ne? Denke ich. Plattipressor. Chicken Bomb.
Hologram. Vipuvacum. Medjack. Metalaser. Metal. Metank. Metrois. Da hat er sogar ein bisschen Französisch mit reingebracht, der gute Philipp Puller. Sawpole. Shield Attacker. Skatebot. Supercannon. Scorpion. Aha. Sweeper N, Sweeper G, Tally, Toady, Tank Joe, Laser Devil, Shadow Mega Man, Haiku Buroku, Yo-Yo Chaser, Big Fish MK2, haben wir noch nie gesehen, PF haben wir auch nie gesehen, Spreadman haben wir auch nie gesehen, Seahorse, Metal Swim haben wir alles nie gesehen. Hä? Ich hab das Spiel doch durchgespielt. Warum habe ich diese letzten ganzen Gegner alle nie gesehen? Ah, auch ein schöner Soundtrack zum Abschluss des Spiels. Muss man ja mal erwähnen. Vor lauter Müdigkeit. Gott hat mich dieses Spiel Nerven gekostet. Ja, bleibt die Frage. Das letzte Mega Man Fangame oder ist es das erste und nicht letzte Mega Man Fangame? Na, eigentlich... Wenn sich jedes Mega Man Fangame so spielt wie das, ist okay. Aber wenn es dann keinen Easy Mode gibt, dann werde ich wahrscheinlich noch so 2-3 Videos alles hinschmeißen und sagen: Spiel, ficke dich! Aber. Schönes Spiel. Wunderbar. Dann bleibt mir nur noch euch alles Gute zu wünschen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Natürlich wieder, wie immer, gucken, ob irgendwas passiert, wenn ich was drücke. Oh, tatsächlich ist passiert was. Okay, was passiert, wenn ich jetzt lade? Nix. Okay. Ach ja. Ja. Liebe Leute, das war also Mega Man Unlimited. Ich bin Dusty. Mir hat's Spaß gemacht, auch wenn es an manchen Stellen sehr schwer war. Und ich sehr ausgerastet bin. Von daher, ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal auch wieder rein. Wenn nicht, dann macht's nicht. Ihr müsst nicht abonnieren oder so oder liken oder so ein Schwachsinn. Es ist mir wurscht. Wenn es euch gefällt, guckt's euch an. Danke fürs Zuschauen. Ah, das sie. Faust! Siegesfaust! Muss mir auch mal so irgendwas einfallen lassen. Irgend so ein Lied oder sowas, was ich immer abspiele, wenn ich ein Spiel durchgespielt habe. Egal. Oh, hier Intro. Wollen wir nicht sehen. Okay. Euer Dusty. Servus.